Guten Abend, Freunde, ich mache hier mal eine Ansage. Wir haben ein paar Würstchen gegrillt. Wir sind hier in Hohenwarsleben mit ein paar Kumpels. Wir sind hier. Zur Aufstellungsversammlung. Wir haben es durchgezählt und wir sitzen Polizisten, wir haben Würstchen gegrillt. Schwerste Straftat in Deutschland. Wir sind im April 2021. Der Diktatur. Männers, wir haben jetzt... Wie viele Frauen werden gerade vergewaltigt in Deutschland? Wie viele Wohnungen wurden eingebrochen? Aber hier sitzen 17 Beamte, die wir von unseren Steuern bezahlen. Die stehen hier rum. 17 Helden. 17 Helden des Regimes, weil wir Würstchen grillen. Und Frau Merkel ist stolz auf diese Herren und Damen. Aber so viele Bundesverdienstkreuze gibt es nicht. Ja. Männers, wir haben jetzt schon 40 Leute live. Geht schnell. Mir wurde Gewalt angedroht. Kann man auch gleich mal noch erwähnen. Okay. Stehen bleibe, wenn wir Gewalt an. Wenn man Gewalt an. Währenddessen die Kollegen einen Hausfriedensbruch begangen haben. Ja, einfach auf dem Grundstück. Kannst du mal gerne, Matze, kannst du mal bitte noch mal sagen, warum die Leute heute, also die Polizei jetzt hier ist? Die Polizei ist jetzt hier wegen einer Ordnungswidrigkeit. Genau, mit wie vielen Personen? Mit wie vielen Personen? 40 Leuten, davon stehen Polizeiautos. Quatsch, jetzt. Ja, ernsthaft? Davon sind nochmal so viele. Ja. Quatsch. Ernsthaft, ja, jetzt? So? Ach du Kacke. Die sind eure hier. Das wäre echt eine Marke. Und was ganz neu in diesem Staat ist, wenn man einer Polizistin sagt, dass sie schöne Augen hat, zählt das als Beleidigung. Okay. Und man bekommt Sanktionen angedroht. Okay. Ja, höchstwahrscheinlich ist der Mann verliebt, ja, diese Angebot. Ja, oder an sie. Und er kriegt sie nicht. Nee, er ist eifersüchtig auf sie, weil du bei dir was von ihr willst. Oder er hat einen Böse ist und sie hat gesagt, Mensch. Ist nicht. Ach du Scheiße. Also wie gesagt, ja, wir sind jetzt hier live, wir haben jetzt hier einen Grill. Wir haben jetzt hier ein bisschen gegrillt und wir haben jetzt hier circa, ich weiß nicht wie viele Polizisten, aber es sind ein Haufen Polizisten, die jetzt gerade hier sind. Teilt das Video.